Hallo und herzlich willkommen wieder bei mir in der Küche. Heute gibt's wieder was ganz Leckeres. Ein bisschen aufwendiger, aber ich finde es jetzt eigentlich nicht zu verrückt. Und zwar werden das Spitzkohlröllchen, und zwar sind die gefüllt mit Burger, also natürlich vegetarisch oder vegan. Sie sind sogar vegan. Wenn ich mir so durchgucke, ich glaube, es wird sogar vegan. Ja, also war jetzt gar nicht so geplant. Also nicht speziell geplant, aber wird sich wohl so ergeben. Ja, mit Reis und dieser Patty-Füllung und dann in einer Paprika-Rahmsoße. Und ich werde das bei mir in dem Cook for Me von Krups, ich sage immer Krups for Me, aber nein, Krups Cook for Me heißt es ja, selbst gekauft, keine Werbung. Darin werde ich das dann garen. Aber ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet. Und zwar waren das 4 rote Paprikaschoten. Und die habe ich schon mal gewaschen und ja, das Gehäuse rausgenommen. Und ich habe hier einen kleinen Spitzkohl gehabt. Den habe ich auch schon mal vorsichtig die Blätter gelöst. Also natürlich nur die schönen Blätter. Und habe das schon gewaschen und das wird nämlich gleich hier in dem Varoma gegart. Und dann nehme ich mir nämlich schon mal die Blätter einfach raus. Also die müssen jetzt nicht so gegart sein, als wenn man sie sofort essen wollte. Deswegen, da kommt es dann wirklich nicht drauf an. Die sollen wirklich nur angegart werden. Ja, da sind natürlich ein bisschen zu viele Blätter auch drin, aber das ist egal, weil sie werden ja dann noch in dem Krups Cook for Me gegart und sie müssen nicht ganz durch sein. Also deswegen, ja, das passt mal so gerade eben. Ich gebe mir also schon mal 2 rote Zwiebeln und 2 Knoblauchzehen rein in den Mixtopf. Und das wird wie immer für 5 Sekunden, oh, und ich drehe immer gleich bis auf sonst wo, auf Stufe 5 zerkleinern. Das wird natürlich alles runtergeschoben und es kommen 30 Gramm Olivenöl hinzu. Und das wird jetzt schon mal für 3 Minuten, wahrscheinlich drehe ich jetzt bis auf sonst wo, nein, 3 Minuten auf Varoma und auf Stufe 1,5 wird das jetzt schon mal angedunstet. Und wie gesagt, ich bereite mir jetzt schon mal hier noch den Paprika weiter vor. Einfach nur ein bisschen noch zerkleinern. Und der ist schon gewaschen und ohne Kern. Und das waren 4 Stück. Ich wiege es gleich nochmal ein, wie viel das jetzt wirklich an Nettogewicht ist. So, das brodelt hier schon gut. Der Paprika. 558 Gramm netto. Und das wird jetzt auch nochmal für 10 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinert. Denn es soll natürlich richtig suppig werden auch. Ne? Wir brauchen auch die Flüssigkeit, damit das schön garen kann. Ja, also noch mal runtergeschoben. Das zerkocht natürlich gleich auch gut. Hinzu kommen 300 Gramm Wasser, 20 Gramm Sojasauce und jetzt meine Sammlung hier der Tomatenmarktuben. Hinzu kommt 1 Esslöffel Gemüsebrühe, 2 Teelöffel Pulbiba. Ach, jetzt habe ich gar nicht geguckt. Also das waren, ich glaube, ungefähr 90 Gramm Tomatenmark. Ja, dann noch 2 Teelöffel Oregano und 1 Esslöffel edelsüßer roter Paprika. 1 Teelöffel Salz und ein bisschen Pfeffer. Also ich würze sonst dann gleich nichts mehr. Die Würzung kommt wirklich durch die Soße und die Patty Burger, die sind ja auch gewürzt, deswegen ich würze jetzt an den, ja, wie nennt man es, Rouladen, also Kohlrouladen, da würze ich gleich nichts mehr. Und das rühre ich noch mal kurz durch. Den Varoma aufsetzen mit dem Spitzkohl. So, und jetzt
wird das für 15 Minuten, natürlich auf Varoma und auf Stufe 2, ja, wird jetzt die Soße schon mal eingekocht und der Spitzkohl schon mal, ja, auch vorgegart. Und die Zeit kann ich nutzen, also erstmal schnell hier alles wegräumen und dann bereite ich schon mal die Füllung für den Spitzkohl vor. Also meine Füllung besteht dann aus Reis und dann nehme ich diesen Express Basmati Reis. Man könnte natürlich auch vorgekochten Reis nehmen. Und die Burger Patties sind die Wonder Burger von Aldi und da schlage ich ja immer gern zu, wenn die reduziert sind. Ja. Und dann friere ich mir die ein. Die habe ich heute Morgen jetzt rausgenommen aus dem Tiefkühler. Wobei da wieder das Phänomen war, der Tiefkühler ist ziemlich voll, um nicht zu sagen sehr voll. Ich denke, ich nehme da jetzt was raus. Und dann muss aber nochmal umschichten, weil ich tiefer suchen musste. Und dann passt nicht mehr alles rein. Und ich denke immer, wie passiert das? Aber ein Mysterium, aber immer wieder. Und das zermatsche ich mir mit den frisch gewaschenen Händen. Und dieser Reis braucht natürlich dann auch beim Garen nicht so lange wie jetzt ein roher Reis, wenn man den benutzt hätte. Und ich hatte ja noch eine zweite Packung von dem Reis, aber ich glaube, das wäre zu viel. So viel, also ich hatte hier nur einen kleinen Spitzkohl und so viel Kohl habe ich dann gar nicht. Und hier bei dem Reis habe ich auch nur die Hausmarke vom Kaufland. Gibt es natürlich auch namhaft von dem Onkel. Ich höre, wie es da drin auch richtig kocht. Es sind jetzt noch 8,5 Minuten. Ja, und meine Füllung ist ja auch schon mal vorbereitet. Die Zeit ist jetzt also gleich rum. Genau jetzt. So, oh, vorsichtig hier beim Entnehmen. Das ist immer schön heiß. Die Spitzkohlblätter stelle ich mir noch zur Seite. In die Soße kommt jetzt noch 250 Milliliter Kochsahne, bei mir Haferkochsahne. Und das wird jetzt schnell nochmal, also natürlich mit Mixdeckel, sonst habt ihr nämlich diese Rührei hier perfekt. Oh, wird das nochmal püriert. Das waren jetzt 13 Sekunden. Und jetzt ist die Soße auch fertig. Das ist jetzt so gut schon mal vorgegart, dass das auf jeden Fall nicht mehr bricht. Also die Spitzkohlblätter. Und die werden wie immer einfach eingeschlagen und hier aufgerollt. Das geht so wunderbar und einfach. Und ich gebe mir direkt hier in den Krups-Kuckfommi. Ich will immer Krupsformi sagen. Also einfach ein Blatt, ein Stückchen Burger Patty mit Reis an den Seiten eingeschlagen, aufgerollt. Ja, also das mache ich jetzt erstmal mit allen. Und ich lege das natürlich auf die Naht drauf. Ich will da nichts mit irgendwelchen Garn oder so hier rumfuddeln. Finde ich absolut ekelhaft. Das ist bei mir genau aufgegangen mit der Masse. Da bin ich ja froh, dass ich nicht den zweiten Reis noch genommen habe. Ja, und ich gebe mir jetzt hier meine Paprikasoße drüber. Es ist jetzt ganz damit bedeckt auch. Deckel zu. Ich gehe hier wieder auf manuell, wie ich es immer mache. Garen unter Druck. Ich nehme 12 Minuten, weil ich möchte auch, dass das Hackfleisch gegart ist. Und sofortiger Start. Naja, und wie immer aufheizen. Ich gucke mal auf die Uhr, wie lange es dann gedauert hat, wenn ich mir das merken kann. Naja, und das ging ja heute mal richtig schnell. Nach 9 Minuten ist er jetzt bereits auf Garen unter Druck. Und also die Flüssigkeit hat ganz offensichtlich gereicht. Also das hat ganz hervorragend geklappt. Also wie gesagt, 9 Minuten.
Und jetzt die 12 Minuten. Und ja, insgesamt, ich muss gerade rechnen, ist jetzt seit 23 Minuten, seitdem ich hier gestartet habe. Und ich bin mir ganz sicher, dass die durch sind. Ja, also man kann es natürlich jetzt auch noch ein bisschen köcheln lassen. Auch wenn man vielleicht einfach die Soße noch ein bisschen reduzieren will, könnte man es noch ein bisschen so vor sich hin köcheln lassen. Aber ich möchte das eigentlich nicht. Werde natürlich ein Spitzkohlröllchen hier schon mal Probe aufschneiden. So, es sind jetzt genau 25 Minuten rum. Und wenn das jetzt zu suppig wäre, der müsste jetzt die Spitzkohlröllchen rausnehmen und würde das einfach mit ein bisschen Speisestärke andicken. Aber ich möchte das nicht. Also, ich mache hier einfach den Deckel wieder drauf. Da hält das noch warm, auch wenn das bei mir jetzt für ein paar Tage offensichtlich ist. Ja, ich habe vorsichtig reingelugt und kann sagen, also die Füllung, die ist durch. Aber kann ich sagen, das ist so heiß, da brauche ich auch nicht auf warm halten hier bleiben, weil solange wie ich jetzt hier esse, bleibt das auf alle Fälle warm. Brennt richtig. Aber auch mit der Soße, das ist so lecker. Eine schöne, würzige Soße. Und zusammen einfach mit ein bisschen Brot. Für mich perfekt. Ja, also das reicht natürlich locker für 4 Personen. Ich bin super glücklich und zufrieden damit. Ja, also eine absolute Empfehlung. Ich kann euch das aufschreiben. Wir genießen diesen wunderbaren Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!